Bei mir ist Jeff Sabene, Trainer von Arminia Bielefeld. Herr Sabene, nach dem 0:0 zuletzt gegen Greuther Fürth, wo ja eigentlich die Mannschaft ein gutes Spiel gemacht hat, nur eben das Tor nicht erzielt, da stand jetzt Torschusstraining in dieser Trainingswoche oben auf dem Plan vor dem Bochum-Spiel? Nein, nicht speziell, weil wir schießen eigentlich fast immer Tore, viele Tore. Aber Mittwoch hat uns das Glück gefehlt und das muss man so akzeptieren. Wichtig ist, dass wir viele Torchancen hatten. Es waren um die 10, 12 ungefähr Hochkarätige dabei und ich bin überzeugt, dass wir demnächst wieder treffen werden. Montagabend das Spiel beim VfL Bochum um 20.30 Uhr erneut. Die vielen 20.30 Uhr Spiele, es folgt ja noch ein weiteres, dann gegen Union Berlin. Haben die irgendwie Auswirkungen auf den Trainingsplan? Begrüßen Sie diese Uhrzeit oder ist es eher lästig? Nein, das ist schön. Wir lieben die Abendspiele. Es ist viel angenehmer zum Spielen und das liegt uns auch gut. Ich glaube, wir haben selten verloren und wir freuen uns immer, wenn wir abends spielen können. VfL Bochum befindet sich nicht gerade in einer Hochphase, kann man sagen. Da ist einigermaßen Feuer unter dem Dach. Was für ein Spiel erwarten Sie da im Ruhrstadion? Das kann eben auch sehr gefährlich sein. Und Sie haben das Messer am Hals, sind unter Druck, ein bisschen so negative Stimmung im Verein, um den Verein. Und wir können uns auf eine kämpferische Mannschaft einstellen. Da bin ich überzeugt, die werden alles dran setzen, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Und wir werden gut vorbereitet sein. Gibt es Spieler, die Ihnen für die Partie nicht zur Verfügung stehen? Prittlis, ja. Gesperrt. Salgi hat eine Infektion, ist krank und dann Quaschner halt, der noch länger ausfällt. Das heißt, Konstantin Kerschbaumer wird vermutlich ins Zentrum rücken, den Platz von Prietl einnehmen und haben Sie sich schon für die Besetzung der Außenbahn entschieden? Ja, klar ist, dass Kersch in die Mitte rückt und dann haben wir einige Alternativen auf den Außenpositionen mit Staude, mit Hämmerlein, mit Massimo, mit Putaro. Da werden wir uns gut überlegen, aber da mache ich mir keine Gedanken, weil da haben wir gute Alternativen. In wenigen Tagen schließt das Transferfenster, am 31. Januar ist es soweit. Sieht es so aus, als würde der Kader so zusammenbleiben oder könnte es sein, dass noch ein Spieler bis dahin den Club verlässt oder auch einer kommt? Ich gehe davon aus, dass Kader so bleiben wird. Wir haben jetzt nichts mehr gehört in den letzten Tagen. Es hat sich alles ein bisschen beruhigt, Gott sei Dank. Und ich glaube, dass wir mit demselben Kader arbeiten werden bis Saisonende. Ihr Landsmann Jeff Strasser hatte ins Krankenhaus gemusst am vergangenen Mittwoch. Vorfall beim Spiel in Darmstadt. Haben Sie seitdem schon Kontakt zu ihm gehabt? Nein, keinen Kontakt. Ich habe ihm geschrieben, aber ich habe nichts mehr gehört jetzt. Weiß aber aus sicherer Quelle, dass es ihm besser geht und das ist die Hauptsache. Alles klar, vielen Dank.